Heute ist das Thema Leben siegt über den Tod. Das ist vielleicht erst im ersten Moment ein Thema, das überhaupt nichts mit der Kinderverbindung zu tun hat. Aber das Beispiel, was ich dafür jetzt rausnehme, ich habe mir übrigens Notizen gemacht. Brief und Fernsehen dafür super. Das Beispiel, das ich mir rausnehme, ist das Küken, wie es sich im Ei entwickelt und dann schlüpft. Weil ein Ei wird ja erstmal gelegt, hat man dieses Ei in der Hand. Und denkt im ersten Moment so, okay, das ist doch eigentlich ein toter Gegenstand. Und in dem Moment ist ja auch eigentlich noch kein Leben in diesem Ei. Wenn man es dann in die perfekten Umstände dafür setzt, entsteht da plötzlich Leben und das Küken schlüpft. Nach 3 Wochen. Aber bevor das Küken schlüpft ist, sieht es immer noch wie ein ganz normales Ei aus, obwohl sich innen drin schon das Leben entwickelt hat. Man kann es auf mehrere Dinge in der Bibel beziehen, und zwar erstens natürlich auf Tod und Auferstehung Jesu. Wie Jesus, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, Jesus wurde gekreuzigt und einmal 3 Tage im Grab und ist wieder auferstanden und hat Leben gesiegt. Jesu hat auch für uns eine ganz besondere Bedeutung, die auch mit Sieg über den Tod zu tun hat. Und zwar sagt die Bibel, dass alles, was wir tun, was Gottes Willen nicht entspricht, Sünde ist. Und diese Sünde, die führt zu Tod. Also normalerweise als Menschen werden wir tot sein. Aber Leben hat er gesiegt. Zwar ist es so, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung uns Leben geschenkt hat. Es ist in der Form, dass wenn wir an ihn glauben, Leben bekommen und nicht mehr die Folge des Todes von der Sünde haben. Als Tod wird in der Bibel häufig oder als Folge der Sünde definiert eine Abwesenheit von Gott. Das kann man ganz einfach so anschauen, als wenn man jetzt in die Welt rausguckt, es scheint die Sonne, es regnet ab und zu, es wachsen Sachen, man hat Essen, man hat alles Mögliche. Gerade hier in der westlichen Welt sind wir total gesegnet. Und wenn Gott nicht da wäre, wäre das alles, was gut ist, auch nicht mehr da. Sondern nur auch alles, was schlecht ist. Und das ist nach der Bibel Tod. Auf der anderen Seite steht das Leben durch Jesus. Das drückt sich auch schon jetzt teilweise aus, indem wir, wenn wir an Jesus glauben und ihm vertrauen, durch den Heiligen Geist leben können. Das sage ich nochmal was zum Heiligen Geist. Und zwar, Heiliger Geist ist beschrieben als der Beistand, den wir bekommen werden, nachdem Jesus nicht mehr da ist, weil Jesus ist dann ein paar Wochen, nachdem er auferstanden ist, oder Tage, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, in den Himmel aufgefahren. Und dann war Jesus natürlich weg und wir hatten niemanden mehr direkt zum Kommunizieren. Und da hat Jesus uns dann den Heiligen Geist geschickt. Und wenn wir vertrauen, dass wir es vertrauen und ihm die Sachen abgeben, die schlecht sind, die nicht gut sind, und ihn da als König darüber setzen, dann ist es so, dass wir durch den Heiligen Geist, sagt, dass der Heilige Geist in uns wirkt, plötzlich Freiheit erleben dürfen dafür und Leben bekommen, gute Sachen erleben, dass wir das Schlechte ablegen können, Stück für Stück. Und natürlich gibt es auch Verheißungen langfristig zu einem ewigen Leben hin, bei Gott direkt in Herrlichkeit. Ja, so wollte ich es einfach euch mitgeben. Das Leben hat gesiegt über den Tod und es ist nur noch eine Frage, ob man das Geschenk annehmen möchte, dass man befreit ist vom Tod. Und ein anderes Beispiel, außer das Küken, das schlüpft, sind natürlich auch noch Samen oder dass die Bäume ihre Blätter im Herbst verlieren und dann tot aussehen und im Winter und neu austreiben. Und Samen nochmal, um darauf zurückzukommen, die keimen ja und dann ist der Same weg, wenn die neue Pflanze wächst. Das heißt, aus diesem toten Samen, gerade bei Getreide, stirbt das Getreide ja vor der Ernte eigentlich ab und man hat nur noch die Samen, entsteht wieder neues Leben, das dann hochwächst. Ja, das ist, was ich euch mitgeben wollte, was mir gerade mit dem Küken und dem Ei aufgefallen war. Falls ihr es spannend fandet, seid nächste Woche auch wieder dabei. Es wird wieder so ein spannendes Thema geben. Ein anderes Thema natürlich.